Dann hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Ich bin Kirk und wir gucken heute ein Replay WoWs. Wie man sieht, sitze ich hier mal wieder in meiner Scharnhorst in einem Gefecht, wo ich nicht High-Tier bin. Aber immerhin, mit der Scharnhorst kann man auch auf T8 durchaus interessante Runden spielen. Ansonsten ist das Matchmaking sehr Kreuzer- und Schlachtschifflastig. Es ist nur ein Zerstörer in jedem Team. Und dann gehen wir mal in die Spieleransicht und beginnen das Gefecht. Ja, hier zu Beginn beschleunige ich erstmal nur leicht. Auch um zu sehen, wie sich das Team entwickelt. Guck mich um. Sehe, dass die beiden Kreuzer in Richtung der Basis fahren. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich auch langfahren soll, dreh dann aber auch erstmal in die Richtung ein, da alleine woanders hinfahren auch keinen Sinn macht und bei diesem Spielmodus ist halt die Aufgabe, die eigene Basis zu verteidigen. Ja, die Scharnhorst ist ja ein, wie ich finde, tolles Schiff. Nicht, weil es Premium ist, sondern schlicht und einfach wegen den Geschützten und auch dies, die Gewichtung der Komponenten, nenne ich es mal, Panzerung, Kanonen, Geschwindigkeit. Ich finde dieses Schiff herrlich, also es ist eins meiner Lieblingsschiffe. Ich meine, die Secondary könnte noch ein bisschen besser sein, aber ansonsten ist das Teil genial. Aber ich meine, es kann ja nicht jedes Schiff so eine Secondary wie die Bismarck haben. Ja, jetzt fangen hier das erste Mal unsere Geschütze an zu feuern auf ein Flugzeug, an dem wir auch einen Kratzer gemacht haben. Und da gehen jetzt auch die ersten feindlichen Einheiten auf. Unser CV ist mit Raketenfliegern unterwegs, das finde ich sehr angenehm. Das deutet zumindest darauf hin, dass er teamorientiert spielt, auch wenn er jetzt auf ein Schlachtschiff zu gehen scheint. Zumindest sind, ja, er hat ein Schlachtschiff angegriffen, ist eigentlich nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt das Intelligenteste als Träger. Allerdings weiß ich von hier jetzt nicht, was genau da bei ihm die Sache war. Kann sein, dass das tatsächlich das Ziel war, was am sinnigsten für ihn gerade war zum Angreifen. Aber er sollte eigentlich mal lieber da hinten noch eine Runde aufklären und den Zerstörer, den gegnerischen, finden. Das wäre mir persönlich eigentlich fast wichtiger. Ja, jetzt kommt hier das erste Schiff so langsam in die Richtung. Ich sehe allerdings, dass sich alles auf der einen Seite konzentriert, zumindest größtenteils, und auf der Seite eigentlich ausreichend Kräfte sind. Und hier vorne so langsam, aber sicher, die eine Flanke etwas, ja, schwächer aussieht. Und wir haben eben schon das erste feindliche Schiff versenkt durch eine Detonation. Was sehr schön ist. Ja, hier kommen wir, sind wieder die nächsten Flieger, die aber anscheinend auch fertig sind. Da hinten geht der gegnerische Zerstörer auf. Jetzt wissen wir zumindest, wo er ist. Ich habe da nochmal geguckt, wo genau der sich von mir aus befindet. Das ist einfach für mich persönlich immer wichtig zu wissen, wo genau sich der gegnerische Zerstörer befindet, damit dass ich das halt mich darauf einstellen kann. Ich versuche mich hier noch ein bisschen in der Mitte zu halten, einfach um flexibel an beiden Seiten agieren zu können, je nachdem, wo der Gegner kommt. Jetzt wundere ich mich, dass da in diesem Bereich hier nicht langsam der Gegner aufgegangen ist, da unsere schon hier sind. Und wenn die hier langfahren würden, müssten die eigentlich langsam aufgehen. Das deutet irgendwo darauf, dass die hier hinten rumkommen. Wieso ich jetzt auch konzentriert in die entsprechende Richtung fahre. Aber zeitgleich da hinten den Gegner dort noch im Auge behalte. Jetzt drehe ich nochmal ein bisschen ein und jetzt sehe ich da hinten die Duca d'Astoria aufgehen. Und das war jetzt der Moment, wo ich mir sicher war, dass die da hinten lang fahren. Und mir überlegt habe, da ist nicht wirklich was von uns. Und wenn die da rumfahren, sind die ganz schnell in unserer Basis. Was für uns doof wäre, wieso ich jetzt hier eindrehe und die da hinten ein bisschen beschäftigen will bei der Duca d'Astoria.
Hier sagt auch schon der erste, Achtung da hinten, da könnte noch was sein. Ich gebe ein Verstanden zurück, weil ich ja eh schon auf dem Weg dahin bin. Und dann hoffen wir mal, dass da hinten tatsächlich was ist, was ich beschießen kann. Ich persönlich bin ja bei diesem Spielmodus der Baseneroberung und Verteidigung der Meinung, es ist nicht wichtig, die gegnerische Basis zu bekommen, sondern dafür zu sorgen, dass der Feind die eigene nicht bekommt. Das heißt, Hauptaufgabe ist es, nicht vorzufahren, Hauptaufgabe ist es, den Feind nicht vorkommen zu lassen. Jetzt drehe ich da etwas mehr drauf ein. Ich kann ja sicher sein, dass hier aus der Flanke nicht ernsthaft was kommt, weil das hätte unsere Flotte da schon aufgedeckt. Und jetzt muss ich mich alleine da hinten mit anlegen und natürlich der erste und einzige Treffer von der Duca de Astoria müsste das gewesen sein, macht natürlich gleich ein Feuer auf dem Schiff. Manches Mal hat man Glück und manches Mal hat man Pech, oder anders gesagt, manches Mal haben die Gegner Glück und manches Mal hat man selber Pech. Jetzt ist die Duca de Astoria wieder aufgegangen. Es geht von mir eine Salve raus. Ja, sie trifft mich, macht auch ein bisschen Schaden. Hat mich in dieser Phase aber, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich interessiert, der Treffer. Das Feuer lasse ich hier runter ticken, die 8 Sekunden noch. Ich kann ja, wie man unten sieht, den Schaden fast komplett wiederherstellen. Von daher ist das alles halb so wild gerade. Jetzt hat er mir den Torpedowerfer noch beschädigt. Auch das ist mir in diesem Moment relativ egal. Ich hau der Duca de Astoria knapp 4000 Schaden rein. Da hinten der eine Kreuzer fährt durch diese kleine Durchfahrt zwischen den beiden Inseln. Hat anscheinend auch bemerkt, dass die Aktion eher hier in diesem Sektor der Karte aus stattfindet. Jetzt kommen hier die Torpedos. Einen werde ich wohl mitnehmen. Auch der hat mir einen Wassereinbruch verpasst. Da repariere ich jetzt gleich. Stoppe den Wassereinbruch. Das ist halt das Problem, wenn man mit einem Schlachtschiff, was die Scharnhausnummer ist, sich mit einer unbekannten Anzahl an Gegnern anlegt, dann ist es relativ einfach für gegnerische Kreuzer Schaden zu machen. Deshalb hätte ich es toll gefunden von meinem Team, wenn da so ein Kreuzer oder der Zerstörer oder noch ein Schlachtschiff mitkommt zumindest. Ja, da schießen auch die anderen auf die Duca de Astoria, treffen aber anscheinend nicht. Und der Kreuzer, der da mitten durchgefahren ist, hat halt schon ordentlich gefressen. So wie ich mich entsinnen kann, ist er da auch nicht mehr lange. Hier starte ich mein Aufklärungsflugzeug, einfach um etwas besser zielen zu können. Wie man sieht, der Kreuzer, der da hinten rumgefahren ist, der ist so gut wie versenkt. Deshalb mag ich es auch nicht, wenn man da durchfährt. Hier habe ich jetzt versucht, da hinten nochmal das Schiff ins Visier zu kriegen. Es ist natürlich genau in dem Moment zugegangen. Ich schieße jetzt gerade bewusst auf die Queen Elizabeth, weil die mir gerade am gefährlichsten ist. Und auch auf mich schießt. Jetzt habe ich hier die Cleveland gesehen. Und die erstmal ins Visier genommen, weil die schön Breitseite fährt. Während die Duca de Astoria mehr oder weniger spitz zu mir fährt. Jetzt habe ich hier fast ein bisschen zu weit eingedreht. Jetzt kann die Duca de Astoria ordentlich auf mich schießen. Und jetzt bin ich gerade am gucken, welches Ziel am günstigsten zu treffen ist. Genau in dem Moment dreht die Duca de Astoria auch noch als Schiff mit relativ wenig Hitpoints. So, dass ich natürlich auf die Duca de Astoria schieße. Leider mache ich nur 2500, aber das Schiff hat nur 1700 Hitpoints. Der ist also wenn er schlau ist, sucht er sein Heil in der Flucht. Und das sieht auch so aus, als wolle der flüchten. Ich brenne hier. Und da haben wir nochmal auf die Zitadelle mit der letzten Salve und den Kreuzer rausgenommen. Was wir jetzt auf jeden Fall hier gemacht haben, ist diesen Vorstoß des Gegnerteams auf dieser Flanke so sehr verzögert, dass die eigentlich
an einer Position stehen, wo sie ihre eigene Basis nicht verteidigen können und unsere nicht einnehmen können. Und das mit nur einem Schiff, was hier lang gefahren ist. Das ist auch schon mal was. Problem an der Sache, die andere Flanke hier von uns ist mittlerweile komplett... Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber die sind komplett zerfallen. Der Gegner steht kurz davor, in unsere Basis reinzugehen. Die Salve habe ich komplett ins Wasser gesetzt. Jetzt fängt hier die Secondary an. Und das ist etwas, was viele vergessen. Die Scharnost hat Torpedos. Da muss man aufpassen, wenn man im gegnerischen BB sitzt, in Torpedoreichweite ab 6 Kilometer. Die Scharnost kann ein Torpedo vor die Füße legen. Und das Ruckeln gerade kommt übrigens durch die Replay-Funktion. Ich sag's nochmal, hier habe ich wieder die Flak-Priorisierung und jetzt haue ich mir nämlich meine die Torpedos raus. Genau da sind sie. Die Queen Elizabeth da, die fährt eindeutig so, als wüsste die nicht, dass sie Shishanos Torpedos hat. Wie gesagt, das Ruckeln gerade kommt durch die Replay-Funktion. Die Replay-Funktion mag ich irgendwie nicht. Da haben wir einen Torpedotreffer gesetzt und die Queen Elizabeth damit rausgenommen. Das vergessen die Gegner gerne mal, wenn sie selber in einem Schlachtschiff sitzen, dass es auch Schlachtschiffe mit Torpedos gibt. Hier gebe ich jetzt das Signal dazu, dass da mal jemand die Basis verteidigt. Ich kann es nicht mehr, ich bin hier hinten isoliert. Und die Cleveland müsste eigentlich raus sein. Da ist die Cleveland raus, auch wieder mit dem Treffer auf die Zitadelle. Ich hatte da irgendwie das Glück, ich habe eigentlich immer das Glück, in der letzten Salve, die nur noch wenig Schaden macht, einen Zitadellentreffer zu landen. Aber naja, Hauptsache der Gegner ist raus. Da habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass wenn die Gegner unsere Basis erobern, alles, was das Team macht, hier relativ sinnlos ist und keinerlei Substanz hat, weil unwichtig. Hier sage ich nochmal dem Schiff auf dem Quadrat F8, es solle doch bitte sich darum kümmern, unsere Basis zu verteidigen. Jetzt gibt hier der Kreuzer verstanden, bis der da ist, dauert es natürlich im Moment. Das Schlachtschiff, das hätte eben einfach nur ein bisschen eindrehen müssen und die Basis verteidigen können. Mittlerweile ist es aber auch relativ isoliert positioniert. Und jetzt haben die Gegner angefangen, unsere Basis zu cappen. Wenn wir jetzt nicht schaffen, das zurückzusetzen, dann würde der Gegner gewinnen. Hier schieße ich jetzt auf den gegnerischen Flugzeugträger, einfach weil er das einzige Ziel in Reichweite ist. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ein Treffer auf die Zitadelle. Ist nett, kann man machen. Punktemäßig liegen wir leicht vorne. Ich jag jetzt hier gerade in dieser Phase bewusst den Flugzeugträger. Und da ist der Flugzeugträger mit einem weiteren Zitadellentreffer raus. Wir haben angefangen, die Basis zu cappen. Der Gegner ist allerdings auch gut dabei, unsere Basis zu cappen. Heißt im Klartext, der CV müsste eigentlich nicht auf diesen Schlachter da hinten gehen, sondern der müsste auf das Ding in der Basis gehen. Das ist das Ziel der Ziele. Das muss definitiv jetzt bekämpft werden. Unser Cappen wurde zurückgesetzt in der Basis von den Gegnern. Hier schieße ich jetzt nochmal auf die Nagato. Natürlich ist die gerade am Eindrehen, wieso die Salve daneben geht. Ich versuche hier aber mit aller Gewalt irgendwie dabei zu helfen, das Cappen unserer Basis zurückzusetzen. Muss allerdings auch darauf achten, dass der gegnerische Kreuzer da mir nicht gefährlich wird. Was das Ganze nicht einfacher macht, ich versuche hier noch möglichst schnell in den Cap zu kommen. Immerhin haben wir jetzt das Cappen unserer Basis zurückgesetzt. Wir liegen quasi weiter vorne durch das Cappen der gegnerischen Basis. Ich unterstütze weiter dabei bei dem Versuch, dass die Nagato da in unserem Cap zu vertreiben. Ja, die Salve, die geht auch daneben. Ist halt, das ist eine Entfernung, auf die ich da schieße, die in den meisten Fällen so nichts bringt. Aber einem allen sieht es gar nicht mal schlecht aus. Ich meine, wir sind eindeutig am Cappen. Wir liegen ungefähr genauso weit beim Cappen. Kleinen Tuck vorher, ja, jetzt sind wir wieder zurückgesetzt, wie die Gegner bei uns.
Und mittlerweile haben wir da Schiffe, die das Captain zurücksetzen können, wo sich eins allerdings hinter einer Insel versteckt. Der müsste da jetzt rannehmen, weil das Captain muss zurückgesetzt werden. Und diese Bajoni da muss raus. Und da ist die Bajoni raus und ehe ich das richtig verstanden habe, dass sie raus ist, habe ich da nochmal eine Salve draufgesetzt. Ist nicht weiter schlimm. Aber jetzt können wir zumindest das Captain hier in Ruhe durchziehen, ohne dass der Gegner das zurücksetzen kann. Weil alle gegnerischen Schiffe, wie man sie auf der Minimap sieht, sich entweder auf A6 oder in unserer Basis befinden. Die haben also auch nicht mehr die Möglichkeit, uns zurückzusetzen, während die Schiffe, die bei uns das Captain noch zurücksetzen können, sich hinter einer Insel verstecken. Ja, jetzt ist endlich die Nagato da wieder aufgegangen und die scheint auf jeden Fall runter zu ticken. Oder wird die gerade permanent getroffen? Das kann ich jetzt von hier nicht genau beurteilen. Aber die Nagato sollte so gut wie raus sein. Da ist sie raus. Sie hat allerdings die Helena noch rausgenommen. Jetzt bin ich hier auch im Cap. Und jetzt ist da hinten bei uns noch die Fiji im Cap. Allerdings geht der Träger jetzt auch auf dieses Schiff, setzt das Cappen zurück und wir liegen ein halbes Cappen weiter vorne, was sehr angenehm ist. Die Leander versucht jetzt hier noch hydroakustische Suche zu verwenden. Der Flugzeugträger geht auf den Schlachter. Ich denke, es wäre sinnvoller, wenn der auch auf die Fiji gehen würde. Die muss da nämlich raus. Hier schreibe ich noch, dass sie die Basis noch eine Minute halten müssen. Dass dann wir die gegnerische durchgekappt haben. Ja, die Leander ist jetzt gesunken. Jetzt weiß der Flugzeugträger aber im Prinzip, dass es seine Aufgabe ist. Also soll er jetzt wissen, die letzten 30 Sekunden, wie ich jetzt geschrieben habe, die Basis zu halten. Das Captain zurückzusetzen, damit dass wir gewinnen. Und jetzt eigentlich ist es auch schon erledigt. Ich habe hier den Anker geschmissen. Wir haben so gut wie durchgekappt. Hier sage ich nochmal, dass das Spiel gut gelaufen ist. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaltet das nächste Mal wieder ein hier auf unserem Kanal. Den Endscreen habe ich leider nicht von dieser Runde. Und bis dahin, euer Kirk von Klingo Games.